Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor dem Hintergrund hoher Corona-Zahlen und dem Auftauchen einer neuen Virusvariante wollen Bund und Länder bereits morgen über weitere Maßnahmen sprechen. Mehrere Landesregierungen fordern von der geplanten Ampelkoalition einen schärferen Kurs. Diese lehnt umfassende Einschränkungen wie allgemeine Ausgangssperren bislang ab. Thema der Beratungen dürfte auch das morgen erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts sein. Die Richter befinden darüber, ob die Lockdown-Maßnahmen vom Frühjahr verfassungsgemäß waren. Die Corona-Lage. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 29.364 neue Infektionen gemeldet. Das sind etwa 1.200 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 452,4 und erreicht damit wieder einen neuen Höchstwert. Ein Impfzentrum in Aue im Erzgebirge. Leere. Obwohl es hier im Landkreis mit der höchsten Corona-Inzidenz in ganz Deutschland dringend nötig wäre zu impfen. Das Vakzin ist da, Nachfrage mittlerweile auch, aber es fehlt an Ärztinnen und Ärzten. Zurzeit hängt es wirklich am Personal, gar nicht mehr am Impfstoff. Die mobilen Teams gibt es 2 Stück im ganzen Erzgebirgskreis. Die Situation in den Krankenhäusern hier ist mittlerweile so angespannt, dass Intensivpatienten in Kliniken in andere Regionen Deutschlands ausgeflogen werden müssen. Ein Notstand, der nur mit mehr Impfungen in den Griff zu bekommen ist, so die Wissenschaftlerin. Wir sehen, dass ein zügiges Impfen und ein zügiges Boostern die Welle relativ schnell zum Umkehren bringen kann. Wir denken, dass im Dezember mit relativ großer Sicherheit der Peak erreicht ist, wenn wir zügig impfen. Im Saarland sind 75% der Menschen vollständig geimpft. Das ist mehr als im Bundesdurchschnitt, reicht aber dennoch nicht. Und deshalb beschließt der saarländische Landtag, Ungeimpfte dürfen sich nur noch mit einer Person treffen, die nicht zum Haushalt gehört. Und für Restaurants und andere Aktivitäten im Innenbereich gilt jetzt 2G. Diese Einschränkungen sind wir auch denjenigen schuldig, die sich Tag für Tag rumlegen auf unseren Intensivstationen, in den Arztpraxen, wenn sich nämlich Ungeimpfte wieder dort jetzt tummeln, weil sie schwerwiegend krank werden. Da gibt es einfach kein Verständnis mehr dafür. Und deswegen setzen wir hier jetzt einfach auch ein Stoppschild vor die Nase bei Menschen, die nicht geimpft sind. Kein Stoppschild, aber dafür viel Kritik gab es, als vor 2 Tagen in Köln ein Bundesliga-Fußballspiel vor 50.000 Zuschauern stattfand. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann kündigt heute verschärfte Regeln für Fußballspiele in seinem Bundesland an. Aber auch Sportgroßveranstaltungen werden wir massiv einschränken oder sogar untersagen. Auch aus den Ampelparteien kommen Vorschläge, was in der aktuellen Situation jetzt zu tun ist. Angedacht werden müssen, gehört meiner Ansicht nach auch zu überlegen, ob die Weihnachtsferien vorgezogen werden müssen und die Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht müssen getroffen werden. Morgen wollen die Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Kanzlerin Merkel und dem Kanzler in spe, Olaf Scholz, weitere Schritte besprechen. Die G7-Staaten fordern dringend Maßnahmen gegen die Verbreitung der neuen und möglicherweise ansteckenderen Virusvariante Omikron. Der Zugang zu Impfstoffen sei dabei von strategischer Bedeutung, hieß es nach einer Schaltkonferenz der Gesundheitsminister. Immer mehr europäische Staaten melden inzwischen Verdachtsfälle. Die Weltgesundheitsorganisation erhöhte die weltweite Risikoeinstufung auf sehr hoch. Aufgetaucht war die Variante in Südafrika. Zahlreiche Regierungen haben daraufhin Reisebeschränkungen für das Land erlassen. Südafrika impft weiter, auch wenn noch nicht feststeht, ob die Impfstoffe auch gegen die Omikron-Variante wirken. Das Impftempo ist weiterhin schleppend, so wie in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Weltgesundheitsorganisation stuft das Risiko der neuen Variante als sehr hoch ein. Ansonsten viel Lob für Südafrika. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach einer Schalte der G7-Gesundheitsminister schreibt auf Twitter: Nur weil Südafrika offen alle Informationen über die neue Virusvariante Omikron geteilt hat, war es möglich, schnell zu reagieren. Lob auch von der EU-Kommission. Südafrikas Analyse und seine Transparenz war unentbehrlich, um eine schnelle globale Reaktion zu erlauben.
swift global response. Das nützt uns nicht, schimpfen die Südafrikaner. Wir werden für diese Transparenz jetzt bestraft. So sieht das auch der südafrikanische Staatspräsident in einer Rede an die Nation gestern Abend. Das Einzige, was die Reisebeschränkungen erreichen werden, ist, dass die Wirtschaft unseres Landes weiteren Schaden erleidet. Diese Beschränkungen werden Südafrikas Anstrengungen, sich von der Pandemie zu erholen, zunichte machen. Virologen warnen in einer Videokonferenz des Gesundheitsministeriums vor einer raschen Zunahme der Infektionszahlen. Wir erwarten eine höhere Rate an Durchlässigkeit, das heißt also eine rasche Zunahme an neuen Infektionen. Das deutet sich bereits jetzt an. Wenn das geschieht, gehe ich von etwa 10.000 neuen Fällen pro Tag aus am Ende dieser Woche. Allerdings zeigen die mit Omikron Infizierten, bisher nur junge Menschen, ausnahmslos milde Symptome. Mehr als 1 Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder sollen von Dezember kommenden Jahres an höhere Gehälter bekommen. Darauf haben sich Gewerkschaften und Vertreter der Länder geeinigt. Bis spätestens März 2022 soll zudem eine Corona-Sonderzulage ausgezahlt werden. An Schulen, in Verwaltungen und Unikliniken war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Warnstreiks gekommen. Sie werden von dem Tarifabschluss besonders profitieren. Pflegekräfte auf den Intensivstationen sollen von Januar an beispielsweise an Universitätskliniken 60 Euro mehr Intensiv- und Infektionszulage pro Monat bekommen. Nach 3 Verhandlungsrunden hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften heute Vormittag auf höhere Gehälter im öffentlichen Dienst geeinigt. Das ist kein Tarifergebnis, was vollständig befriedigend ist aus unserer Sicht, aber es ist respektabel, es hat eindeutig starke Seiten. Alle Tarifbeschäftigten der Bundesländer, außer in Hessen, sollen Anfang kommenden Jahres eine Corona-Prämie erhalten, einmalig 1.300 Euro steuerfrei. Auszubildende Praktikanten und Studierende zur gleichen Zeit 650 Euro. Zum 1. Dezember kommenden Jahres werden die Gehälter um 2,8% steigen. Die Gewerkschaften hatten ursprünglich 5% gefordert. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber sagte, die Tarifeinigung werde die Bundesländer rund 2,2 Milliarden Euro kosten. Wenn es beiden Seiten wehtut, dann ist es meistens ein guter Kompromiss. Und so ist es auch in diesem Fall. Wir haben gezeigt, dass wir hier uns bewegen können. Der Tarifabschluss gilt bis Ende September 2023. Die Ergebnisse sollen nach Angaben der Gewerkschaften auf die mehr als 2 Millionen Beamten und Versorgungsempfänger wie Pensionäre übertragen werden. Dem müssen die Länderparlamente aber vorher noch zustimmen. Die Teuerungsrate in Deutschland war im November so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich 5,2% gegenüber dem Vorjahresmonat. Grund für die hohe Inflationsrate sind vor allem die steigenden Energiepreise. Allerdings wurden auch Nahrungsmittel und Dienstleistungen teurer. Preistreiber ist weiterhin der große Sektor Energie, hier besonders der hohe Spritpreis. Heute Nachmittag in Frankfurt, kurz vor Feierabend, ein Sprung von noch einmal 5 Cent nach oben. In den vergangenen 12 Monaten stieg die Inflationsrate deutlich an, von minus 0,3% im November 2020 auf jetzt 5,2%. Die Energiepreise werden wohl auch im nächsten Jahr noch einmal anziehen. Zunächst mal werden die Haushalte zu Jahresbeginn Post von ihren Versorgungsunternehmen bekommen. Da werden die Preise für Strom und auch für Gas nach oben angehoben. Und das bedeutet natürlich, dass wir von der Seite Druck auf die Inflation nach oben bekommen. Chipmangel und Lieferengpässe werden besonders elektronische Produkte weiter verteuern. Aber auf das Gesamtjahr 2022 gesehen werden sich, so die Experten, die Verbraucherpreise deutlich nach unten entwickeln. Effekte wie die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer und der starke Anstieg der Benzinpreise zu Beginn des Jahres wirken sich dann nicht mehr oder nicht mehr so stark auf die Verbraucherpreise aus. Der kräftige Anstieg der Teuerungsrate sollte deshalb bald überwunden sein. Davon ist Isabel Schnabel aus dem Direktorium der EZB überzeugt. Aber auch ansonsten ist davon auszugehen, dass eben mit der Beendigung der Pandemie dann eben sich auch allmählich die Lieferengpässe aufheben und dass dann die Preisentwicklung sich allmählich normalisiert. So die Theorie, wenn die Corona-Variante Omikron nicht alle Prognosen wieder über den Haufen wirft.
Mehr Wohnungen, besserer Klimaschutz und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Das sind einige Punkte aus dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linkspartei zur Bildung einer Berliner Landesregierung. Die Parteien stellten das Papier mit dem Titel Zukunftshauptstadt Berlin heute vor. Die Bündnispartner wollten zeigen, dass Berlin Vorreiter sein könne in vielen Bereichen, sagte die designierte regierende Bürgermeisterin Giffey. 5 Wochen haben Rot, Grün und Rot am Koalitionsvertrag gearbeitet. 149 Seiten ist er lang geworden. Bis zuletzt musste da noch geändert und diskutiert werden. Heute sind dann alle 3 Partner begeistert. Der Vertrag verspricht mehr bezahlbare Wohnungen, auch durch mehr Neubau, mehr Personal in Schulen, Bürgerämtern und bei der Polizei. Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können. Nicht alles gleich sofort tun können. Und wir haben in diesen Koalitionsverhandlungen viele Wünsche gehabt. An mehr und an zusätzlichen Investitionen. Wir müssen damit verantwortungsvoll und maßvoll umgehen und trotzdem uns nicht aus der Krise heraussparen, sondern investieren. Die Ressorts Stadtentwicklung, Inneres, Wirtschaft und Bildung gehen an die SPD. Die Grünen übernehmen Finanzen, Wissenschaft, Gesundheit und Umwelt und damit auch die zukünftige Verkehrsentwicklung. Beim Verkehr werden wir den weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auch mit einer 3. Finanzierungssäule untersetzen. Das beinhaltet höhere Parkgebühren für Anwohner und für Kurzzeitparken und ein Gästeticket für Touristen. Die Linke ist zuständig für Justiz, Arbeit und Soziales und Kultur, wenn die Basis zustimmt. Ich kann nur sagen, es ist ein guter Koalitionsvertrag und wir werden dafür werben, dass unsere Mitglieder diesen Koalitionsvertrag unterstützen. Am 21. Dezember soll der neue Senat dann mit der Arbeit an seiner Zukunftshauptstadt beginnen. Juristische Niederlage für Maike Kohl-Richter. Die Witwe des früheren Bundeskanzlers hat den jahrelangen Streit um eine Millionenentschädigung verloren. Der einst Helmut Kohl zugesprochene Anspruch sei grundsätzlich nicht vererbbar, entschied heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Zahlen sollten Autor und Verlag des Bestsellers Vermächtnis die Kohl-Protokolle, den Ghostwriter Heribert Schwan nach einem Zerwürfnis ohne Einverständnis von Helmut Kohl verfasst hatte. Der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma kommt nicht zur Ruhe. Begleitet von vielen kleineren Erdbeben öffneten sich am Sonntag im Vulkangestein weitere Kanäle, durch die Lava an die Oberfläche tritt. Diese bedroht nun bislang nicht betroffene Gebiete. Die Eruptionen auf der spanischen Atlantikinsel dauern bereits seit 10 Wochen an. Die Schäden werden auf hunderte Millionen Euro beziffert. Auch 10 Wochen nach Beginn des Ausbruchs bleibt der Vulkan auf La Palma unkalkulierbar. Messstationen haben seit Mitternacht mehr als 50 Erdbeben registriert, bis zur Stärke 5, die Gebäude erschüttern kann und für die Bevölkerung deutlich spürbar ist. Neue Ausbruchskanäle haben sich geöffnet und einen Lavastrom nördlich des bisher betroffenen Gebiets in Gang gesetzt. Eine Wendung, die die Sicherheitskräfte auf der Insel überrascht hat. Das heißt, dass die Lava jetzt in neue Gebiete vordringt. Der Strom kommt zwar nur langsam voran, aber er zerstört jetzt auch Flächen, die bisher verschont geblieben sind. Auch der Schwefeldioxidausstoß ist wieder angestiegen auf 30 bis 50.000 Tonnen pro Tag. Fachleute glauben nicht mehr an ein schnelles Ende der Eruptionen. Ziehen sie sich noch bis Mitte Dezember hin, wäre es der längste Ausbruch, den La Palma seit 500 Jahren erlebt hat. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seinen Trainer Pal Dardai mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Verein zog damit die Konsequenzen aus den schlechten Ergebnissen in den vergangenen Wochen. Nachfolger wird der ehemalige Stuttgart-Trainer Taifun Korkut. Einen neuen Job hat auch der frühere RB Leipzig-Coach Ralf Rangnick. Der 63-Jährige trainiert bis zum Ende dieser Saison den englischen Rekordmeister Manchester United. Anschließend wird er als Berater für den Verein tätig sein. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 30. November. Ein Tief, das von Schottland nach Polen zieht, sorgt morgen für turbulentes Wetter.
Heute Nacht gibt es zunächst einzelne Schneeschauer, später mit auffrischendem Wind vom Norden bis in die Mitte Regen und Schneefälle. Die breiten sich morgen weiter aus. In der Nordwesthälfte fällt gegen Mittag nur noch Regen, Richtung Süden und Osten bis zum Nachmittag noch Schnee mit erhöhter Glättegefahr. Im Süden und in höheren Lagen zum Teil schwere Sturmböen. In der Nacht Tiefstwerte von 3 bis minus 6 Grad. Morgen im Bayerischen Wald minus 1, am Niederrhein bis zu 10 Grad. Am Mittwoch wird es verbreitet regnerisch und stürmisch, am Donnerstag wieder kälter mit einigen Schnee- und Regenschauern, vereinzelt auch kurzen Gewittern. Am Freitag von Norden und Westen her neue Schnee- und Regenfälle. Um 22.15 Uhr hat Karen Mioska diese Tagesthemen. Politik unter Zugzwang, was jetzt passieren muss, um die vierte Welle zu brechen, und Rekordinflation mittendrin in Kusel bei Menschen, die unter den hohen Preisen besonders leiden. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.